So, da sind wir wieder. Welcome back to Mass Effect. Ja, nach einer kleinen Erholpause nach dem Überfall auf die Kollektoren. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Ach, wie ich das vermisst habe. Was haben wir denn da schon wieder? Alter, das kann doch wohl nicht wahr sein. Gut. Wir wollen uns jetzt aber mal um die Ankunft kümmern. Praktisch das letzte DLC, was rausgekommen ist und was am besten passt, Mass Effect komplett abzuschließen. Deswegen habe ich mir das auch aufgehoben für den Schluss. Dr. Kanzen retten. Das war das, wo uns Admiral Hackett gebeten hat. Was? Bast Zuder. Oh, nur noch 1563 Platin. Egal, wir sammeln jetzt auch nicht mehr. Brauchen wir ja nicht mehr. Nur hoffe ich. Urmola. Die uralte Mola. Na, wer kennt die noch? Wer kennt noch die uralte Mola? Ups. Yunaka. Und was haben wir hier noch? Klogon. Ach, der sieht ja hübsch aus. Ja, der hat was. Wow. Der ist schön gemacht, ja. Interessante Farbwahl. Aratot. Na denn. Wie der Mount Everest in einem Ofen. So hat John Grissom Aratot beschrieben, als er bei einer Erkundungsmission für die Allianz herausfinden sollte, ob die Gartenwelt es wert war, mit den Batterianern auf Konfrontation zu gehen. Sein Team kam letztlich zu dem Schluss, dass Luftdruck und Sauerstoffgehalt des Planeten für eine Besiedlung durch Menschen im großen Stil zu niedrig waren. Dadurch wurde ein politischer Streit zwischen den Batterianern und dem Komitee für bewohnbare Welten des Zitadellrats beendet, der fast ein ganzes Jahr gedauert hatte. Seitdem hat die batterianische Hegemonie fast schon unauffällig die Polarregion des Planeten kolonisiert, wo die Hitze infolge schwerer Regenfälle erträglich ist. Das Ministerium für Informationskontrolle der Hegemonie hält nähere Informationen über die Kolonie streng geheim, aber einiges ist doch bekannt geworden. Ist doch bekannt geworden, oder sowas. Es ist eine groß angelegte Operation zur Steigerung des Sauerstoffgehalts im Gange. Facharbeiter setzen kontinuierlich Cyanobakterien in den Ozean frei und bepflanzen die bewohnbaren Zonen mit invasiven Pflanzen, mit invasiven Pflanzenspezies. Sklaverei existiert hauptsächlich in der ausgedehnten Bergbauindustrie des Planeten, die reichen Vorkommen an Eisen und Schwermetallen abbaut. Der Allianz-Geheimdienst hat außerdem bestätigt, dass es in der Kolonie mehrere militärische Anlagen der Batterianer gibt, was angesichts der relativen Nähe des Planeten zum lokalen Cluster der Erde und dem Exodus-Portal durchaus als bedrohlich zu werten ist. Zur Infrastruktur gehören zahlreiche Satelliten und einige Raumstationen. Edis Hinweis für Reisende. Oh, süß. Die batterianische Hegemonie betrachtet jede Präsenz von Militärschiffen der Allianz im batterianischen Sektor als feindseligen Akt. Die Normandy SR-2 ist zwar ein unabhängiges Schiff, sieht aber der Normandy SR-1, einem Allianzschiff, sehr ähnlich. Der Einsatz von Tarnsystemen wird dringend empfohlen. Okay. Dann landen wir doch mal. Getarnt, natürlich. Hui. So, Dr. Kanzen. Wollen wir mal gucken, wo wir dich aufspüren. Ach ja, ist ja eine Solo-Mission. Die darf ich nur alleine machen. Nee, komm. Die Kane tauschen wir mal wieder aus. Müssen ja nicht gleich übertreiben. Ach, obwohl... Ach, shit drauf. Lass ich drin. Kanisha. Das ist nass. Oh, jetzt muss ich natürlich auch wieder... Wo sind die überhaupt hin? Ah, da ist eine Tür. So. Jetzt ist trocken hier. Mann, dieser Regen. Zugang ist beschränkt. Geben Sie den Autorisierungscode.
Code ein. Na toll. Ja, dann das ist natürlich äußerst interessant. Oh, was für ein Hochsicherheitssystem. Wir schalten einfach mal den Strom ab, der die Tür geschlossen hält. Ja. Brücke will nicht. Gehen wir unten rum. So. Wir wurden entdeckt. Varen, die Batarianer schicken ihre Gefangenen bestimmt nur zum Sterben hier runter. Ich muss Dr. Canson rasch finden. Ich wollte gerade sagen, da unten Licht an. Ah, guck's. Nee, da komme ich natürlich nicht runter. Okay, na gut. Na gut, da würde ich wahrscheinlich auch nicht wieder hochkommen. So. Hier scheinen mehrere Varen rumzurennen anscheinend. Also, Obacht. Ah, da habe ich einen gesehen. Hey, komm zurück. Ich habe dich gesehen. Hä? Bist du durch die Laserbarriere gegangen? Ganz schön runtergekommen. Selbst für ein Gefängnis. Treffe ich denn nicht mehr? Ist ja schlimm. Oh. Na super. Hätte ich sowieso da lang gemusst. Bringt den Menschen zum Verhör. Hände weg! Aha, die ist da rein. Zugang ist beschränkt. Geben Sie den Autorisierungscode ein. Da komme ich wohl nicht lang. Tja, na gut. Okay, wo seid ihr? Wo seid ihr? Aha. Oh. Okay. Oh. Ja, okay. So geht's auch. Habe ich da jetzt gefunden? Hallo? Hallo. Ich scanne die. Was das wohl ist? Das war wahrscheinlich Munition für schwere Waffen, schätze ich jetzt. Naja, gut. Okay, na gut, hier gibt es jetzt nicht allzu viel. So, aber da will ich ja lang. Die Batterianer sind schon ein nettes Völkchen. Ja, ja. Zuvorkommend. Überhaupt nicht rassistisch. Sie wollten mit einem Asteroiden das Massenportal rammen. Geht das überhaupt? Was spielt das für eine Rolle? Wir haben sie erwischt. Ein Massenportal mit einem Asteroiden rammen. Okay. Ja, wenn schon, denn schon. Ne? Ich meine... Vielleicht wollten die das ja nur, diesen Asteroiden, weil sie sich in der Heimat haben und deswegen durchs Massenportal durchschicken. Kann ja auch sein. Warum nicht? Oh. Sie ist immer noch unten im Gefängnis. Ich würde sie einfach umlegen. Einen Menschen zum Verhör ist Zeitverschwendung. Ja, hier gibt es nämlich einen Erfolg, wenn man hier nämlich bis zu Amanda Canson vordringt, ohne
dass irgendjemand einen bemerkt. Ich meine, den Erfolg habe ich schon, deswegen werden wir hier einfach mal ein bisschen Klatsche machen. Ja, Müll. Berge ich ein bisschen. Meine, wer will das nicht? Gott sei Dank kein Saurari. Iridium. Okay. Jetzt sind wir hier. Jawohl, der nächste Raum. Mal so kleine Portionen. Ah, okay. Jetzt sind wir hier oben. Da müssen wir hin. Ja, da komme ich. Ja, okay. Alles klar. Da komme ich von da. Dann, ja. Also da. Und hopp. So, jetzt können wir nicht mehr hoch. Jetzt habe ich verloren. Hätte niemals funktioniert. Portale kann man nicht beschädigen und zerstören schon gar nicht. Diese Menschen werden alles tun, um uns zu vernichten. Ganz sicher. Wir müssen ein Exempel für alle anderen statuieren. Terroristen darf man nicht mit Nachsicht behandeln. Okay. Oh. Also, irgendjemand hat wirklich versucht, ein Massenportal zu zerstören. Mit einem Asteroiden. Das war mutig. Einwohner, ja. Also, da denke ich auch mal, da könnte mal irgendjemand einspringen. Würde ich auch da so. Da kommt ein Shuttle rein. Was? Aber es steigt keiner aus. Okay. Ich habe gehört, in dem Asteroidengürtel wurde ein Artefakt gefunden. Glaubst du, die Menschen haben es? In dem Fall wären sie bereits in Schwärmen gekommen und hätten überall Fähnchen aufgestellt. Ein Artefakt wurde gefunden? Okay. Ja, Amanda Kenson, die hat ja was gefunden. Wurde ja gesagt. Hui, da fährt der Kran nach Ide. Und jetzt? Ja. Und hopp. Sich gehen. Was denn ich alles kann. Aber das war ja nicht sinnfrei. Weil dahinter steht ja was. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Medikill-Kapazität. Sehr schön. Dab-da-da-dab-dab-da. So. Den Vorteil, so findet uns keiner. So, weiter geht's. Weiter geht's. Kai? Aha, so kriegt man schon mal aus. Das Abhören der Kombaken zahlt sich aus. Wir haben eine Nachricht an die Allianz abgefangen, die von irgendwo im Asteroidengürtel kam. Wir haben mitgehört, bis wir erfuhren, dass
dass ein Mensch namens Kensen Maschinenteile und Lenksysteme von Omega in unser System schmuggelt. Wir haben Kensens Schiff abgefangen und sie und ihre Leute in Gewahrsam genommen. Das Verhör hat bisher nur hysterisches Geschwafel ergeben. Okay. Zumindest scheint sie ja noch zu leben, das ist doch schon mal gut. Wieder ist anscheinend die Anführerin. Wenn sie nicht reden, umlegen. Hier wird niemand umgelegt, damit das klar ist. Wenn sie nicht redet, umlegen. Ich werde dir helfen. Oh. Ich frage Sie nochmal, wo ist Ihre Basis? Sie verschwenden Zeit. Die Reaper kommen. Die Reaper kommen hierher. Zu diesem Portal. Mit jeder Sekunde, die Sie mich festhalten, kommen Sie näher. Soll ich Sie also einfach das Portal zerstören lassen? Und damit das System? Machen Sie mit mir, was Sie wollen, Batariana, aber mich zu foltern rettet Sie nicht. Nicht, aber es amüsiert mich. Ah, so ein Arsch. Okay, die Reaper kommen also hierher. Und deswegen will sie ein Portal zerstören. Ist ein bisschen krass. Die Menschen sagen uns immer noch nicht, wo ihre Basis liegt. Wenn wir jeden Asteroiden da draußen scannen müssen, finden wir sie nie. Ich frage mich, ob diese Menschen wirklich was gefunden haben. Keine Folter ist zu schlimm, wenn wir diese Information dafür bekommen. Okay. Dann holen wir doch mal die Kensen da raus. Oh. Wer sind Sie? Was machen Sie da? Dr. Kensen, ich bin Commander Shepard. Ich bin hier, um Sie rauszuholen. Commander Shepard? Ich habe gehört, dass Sie leben. Hackett muss meine Nachricht erhalten haben. Yes. Wir sind hier nicht sicher. Können Sie gehen? Mir geht es gut. Geben Sie mir eine Minute. Wir müssen los. Jetzt. Wenn wir eine Konsole finden, hacke ich das Sicherheitssystem und schaffe uns einen Fluchtweg. Die sieht so ein bisschen aus wie eine gealterte Kelly. Dann sollten wir eine suchen. Los. Bereit. Die Anführerin ist entkommen. Sprecht eure Ärmel raus und halten Sie auf. Ach. Immer schön die Leichen verbrennen, dann fällt es ja nicht auf. Wo ist sie jetzt hin? Wo läufst du denn lang? Das ist ein Zellenblock. Hier irgendwo müsste eine Sicherheitskonsole sein. Echt? Zugang ist beschränkt. Ah. Geben Sie den Autorisierungscode ein. Ich brauche Deckung! Du brauchst einen Tankwagen raus. Schilde verloren. Okay. Oh, oh. Muni ist immer gut. Hier haben wir noch so eine Sicherheitskonsole. Sie ist, müssen wir doch gar nicht lange suchen. Sie wissen, dass wir hier sind. Beschäftigen Sie sie, während ich uns einen Ausweg freihacke. Na toll. Einsatz Team zum Zellenblock. Sofort! Wo kommen sie denn? Von da?
Ja, von da. Jetzt. Oh. Okay. Upsi. Okay, vielleicht nicht so weit in Feindesgebiet laufen. Das ist keine gute Idee. Bad idea. Die haben sich ja mehr oder minder bewegt wie Frontkämpfer. Das ist nicht gut. Okay. Sie wissen, dass wir hier sind. Beschäftigen Sie sie, während ich uns einen Ausweg freihacke. Einsatzteam zum Zeltblock. Sofort! So. Na, wo seid ihr? Ich weiß doch, dass ihr kommt. Tut doch nicht. Wir müssen die Tür schließen, durch die wir reingekommen sind, damit sie draußen bleiben. Sie kommen durch die hintere Tür. Verriegeln! Sie kommen von unten rauf. Andere Seite. Los! Ach, der ist tot. Regle alle Türen zum Hangar. Ich brauche noch mehr Zeit. Fahre Ihr Verfolgungsnetzwerk im Orbit runter. Achten Sie auf die andere Seite. Weitere Feinde in den Aufzügen. Oh. Ich komme wieder. Jetzt die andere Seite. Es gibt einen Aufzug auf zum Hangar. Ich hole ihn zu uns runter. Ist gleich soweit. Das ist doch schön. Wir gehen nur langsam die Munition. Na los, komm her. Nehme Deckung! So, was das war's. Los geht's. Wohin denn? Ah, okay. Ja, Moment. Erstmal ein bisschen Muni einsammeln hier. Ich bin gerade ein bisschen knapp bei Kasse. So. Ja, jetzt ist doch wieder gut. Jetzt ist wieder gut. Zum Hangar! Lass dir nicht entkommen! Ach, Faxen. Oh, eins noch. Die Hangartüren sind verriegelt. Die müssen wir auf die altmodische Art öffnen. Überlassen Sie das mir. Setze Flammen ein! Noch Fragen? Nebeldeckung! Okay, Tor 1 ist offen. Was verbirgt sich hinter Tor 2? Suche Deckung! Oh. Feindbeschuss!
Türen auf. Und nun? Achso, einsteigen. Okay, ja. Dann mal Abi. Okizuki. Oh. Dann aber fix. War gemein. Ich hab keinen. Aktiviere Autopilot. Wir müssten längst aus Ihrer Reichweite sein, wenn Ihr Sicherheitssystem wieder online ist. Sie glauben, die werden Sie verfolgen? Ich gehe kein Risiko ein. Batarianer mögen keine Menschen, die ihre Massenportale zerstören wollen. Dann sind die Vorwürfe gegen Sie also wahr. Nun, um ehrlich zu sein, ist das nur die halbe Geschichte. Meine Leute und ich wollten Gerüchten auf den Grund gehen, dass im Außenbereich dieses Systems Reaper-Technologie zu finden sei. Ich nehme an, Sie haben etwas gefunden. Wir haben einen Beweis gefunden, dass die Reaper in diesem System ankommen werden. Und dann werden sie sein Massenportal benutzen, um durch die Galaxie zu reisen. Wir nennen es das Alpha-Portal. Von hier aus können die Reaper überall in der Galaxie einfallen. Also haben Sie beschlossen, es zu zerstören. Genau. Das würde die Reaper-Invasion verhindern. Selbst mit ULG würde es Monate oder Jahre dauern, bis sie das nächste Portal erreichen. Wir haben etwas geplant, das wir nur das Projekt nennen. Wir wollen einen Asteroiden, der in der Nähe liegt, in das Portal lenken und es zerstören, bevor die Reaper hier sind. Die Explosion würde natürlich mit großer Wahrscheinlichkeit das gesamte System vernichten. Wow, okay. Warum glauben Sie, dass eine Zerstörung des Massenportals das gesamte System vernichten würde? Massenportale sind die stärksten Masseneffektmaschinen in der bekannten Galaxie. Die Energie, die bei der Zerstörung eines Portals frei wird, entspricht vermutlich einer Supernova. Dieses System ist zwar abgelegen, aber in der Kolonie, wo wir festgehalten wurden, leben knapp über 300.000 Batarianer. Die Explosion würde sie ohne Zweifel ausnahmslos töten. Okay, das ist also dann keine gute Idee, nicht wahr? Wie wollten Sie denn einen Asteroiden in ein Massenportal lenken? Um einen Asteroiden zu bewegen, braucht man nur Schub und ein Lenksystem. Und beides ist in den Bergungslagern von Omega erhältlich. Mit genügend Energie und der richtigen VI zur Steuerung muss man nur noch zielen und abdrücken. Ich dachte immer, Massenportale seien unzerstörbar. Das habe ich auch gehört. Aber vermutlich nur, weil niemand herausfinden will, was geschieht, wenn es tatsächlich dazu kommt. Und, naja, wir hatten vor, einen kleinen Planeten mit hoher Geschwindigkeit in das Ding zu jagen. Unseren Berechnungen zufolge müsste das mehr als ausreichen. Okay. Ist das Projekt noch einsatzfähig? Ich denke schon. Wir standen einen Knopfdruck vor dem Auslösen, als die Batarianer mich verhaftet haben. Wie wurden Sie verhaftet? Wir haben Raumschiffteile von Omega eingeschmuggelt, Triebwerke, Lenksysteme, einen E-Zero-Kern vom Zubehörmarkt. Den Batarianern kam das verdächtig vor. So. Vor einigen Tagen unternahm ich mit ein paar Männern einen Spähflug. Und die Batarianer haben sich auf uns gestürzt. Unsere tatsächliche Basis haben sie nie gefunden. Ich verstehe immer noch nicht, wie Sie von dieser angeblichen Invasion erfahren haben. Der Beweis stammt von dem Reaper-Artefakt, das wir bei den Asteroiden in der Nähe des Portals gefunden und Objekt Row genannt haben. Wenn wir zurück in der Arcturus-Station sind, erkläre ich alles und gebe Ihnen Kopien von all unseren Notizen über das Artefakt. Ein Reaper-Artefakt? Hallo? Was macht ein Reaper-Artefakt auf einem Asteroiden? Wir wissen es nicht. Sein Zweck ist uns unbekannt. Manches ist einfach zu alt oder zu groß, um es zu begreifen. Selbst ein Reaper, der seit Jahrtausenden tot ist, enthält noch Energie. Ihre Artefakte müssen studiert werden, ungeachtet ihres Zwecks. Das ist gefährlich, Mädel. Weshalb genau stellt das Reaper-Artefakt einen Beweis für eine bevorstehende Invasion dar? Es hat mir Visionen von der Ankunft der Reaper gezeigt. Ungefähr so wie ihr proteanischer Sender, vermute ich. Die Reaper kommen, Commander. Da bin ich mir ganz sicher. Das weiß ich auch, aber man sollte doch nicht mit sowas rumspielen. Wenn Sie in der Nähe eines Reaper-Artefakts arbeiten, wieso wurden Sie dann nicht indoktriniert? Wir waren extrem vorsichtig. Wir wissen, womit wir es zu tun haben. Sie reden hier nicht mit einem Kind, Shepard. Ich habe gesehen, was die Sovereign auf der Citadel angerichtet hat. Aha. Glauben Sie mir, ich weiß, was auf dem Spiel steht.
Na gut, okay, das will ich mir erstmal ansehen. Es steht zu viel auf dem Spiel. Wenn Sie deshalb bereit waren, ein ganzes System zu vernichten, will ich Ihren Beweis sehen. Dagegen kann ich wohl nichts sagen. Geben Sie mir einen Moment. Kenson an Projektbasis. Schön, Ihre Stimme zu hören, Doktor. Kommen Sie nach Hause? Positiv. Und ich bringe Commander Shepard mit. Shepard? Wirklich? Machen Sie das Labor sauber. Der Commander will sich das Artefakt ansehen. In Ordnung. Ich bereite alles für Ihr Eintreffen vor. Projektbasis Ende. Alles klar. Lehnen Sie sich zurück. Wir sind bald da. Na, immerhin wird wenigstens das Labor vorher sauber gemacht, siehst du wohl. Schön fegen. So muss das sein. Ja. Okay, na gut. Kenson haben wir zumindest schon mal rausgehauen. Und jetzt wollen wir doch mal gucken, was die da angeblich so Schönes entdeckt hat. Dass die Reaper-Invasion kommt, ist klar. Also ich meine, das ist ja nicht, ne? Das habe ich ja schon immer gesagt. Oh. Also wenn das der Plan... Ui. Ja. Wenn das reinrauscht... Das könnte Aua machen. Aha. Die Basis. Da sind wir. Willkommen in der Projektbasis. Was ist das? Das ist unser Countdown bis zur Ankunft. Wenn er auf Null steht, sind die Reaper da. Nur noch knapp über 2 Tage. Ganz neue Perspektive, was? Hä? Woher wissen Sie, dass der Countdown stimmt? Es ist einfach so. Das Artefakt sendet in bestimmten Abständen Impulse aus, seit wir es gefunden haben. Die Intervalle sind kontinuierlich kürzer geworden. Das Artefakt reagiert auf die Entfernung der Reaper. In etwas mehr als 48 Stunden haben wir einen Dauerimpuls. Und die Reaper sind da. Das erinnert mich so ein bisschen in umgekehrter Reihenfolge an Independence Day. Soll das heißen, die Reaper könnten in 2 Tagen die Erde erreichen? Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Dann zeige ich Ihnen jetzt den Beweis. Diese Tür führt aus dem Hangar. Das Artefakt befindet sich in unserem Zentrallabor. Ja. Aber wir machen jetzt erstmal eine kleine Gamepause, nachdem wir uns hier so ein bisschen... Oh. Ich kann hier noch was scannen. Boah, noch Kohle gekriegt hier. Yeah. Gibt's sonst noch was? Oh ja. Also ich werde jetzt erstmal wieder eine kleine Gamepause machen, damit wir noch ein bisschen weiter mit unseren Codex-Einträgen kommen. Oh yeah. Rück raus. So. Okay, euch erstmal ein bisschen beklaut. Jo, gucken wir uns doch mal ein paar Codex-Einträge an. Oh, bei der Ankunft, da gab es noch ein bisschen was. Das Alpha-Portal. Das Alter eines Massenportals zu ermitteln, ist keine leichte Aufgabe. Portale können sich selbst schützen, um ihre Unversehrtheit bis hinunter zur Quantenebene zu wahren. Darum ist es fast unmöglich, eine Probe zur Analyse zu entnehmen. Außerdem verfügen Portale über eine zyklische Selbstreinigung, die potenziell... Was? Die potenzielle Beweise beseitigt, obgleich Schäden oder Stilllegung dieser Zyklen deaktivieren kann. Wie etwa beim Sharon-Portal, das von Eis bedeckt ist. Dr. Amanda Kenson erhielt kürzlich einen Durchbruch, als sie eine alte Methode zur Altersbestimmung von Portalen mittels des Staubs in ihrem Gravitationsbrunnen noch einmal überprüfte. Dabei fand sie Folgendes heraus. Wenn man die relative Geschwindigkeit von Portalen mit denen der Sterne, die sie umkreisen, vergleicht und dazu die Zusammensetzung des Staubes an stillgelegten Portalen mit der an anderen bekannten Koordinaten des Sternensystems vergleicht, kann man rekonstruieren, wann ein Portal einen bestimmten Staub durchflogen hat. Das Ergebnis ist in diesem Fall ein Alter von mehreren Millionen Jahren. Andere sind möglicherweise sogar älter als die Proteaner selbst. Ja, die haben ja auch die Reaper erschaffen. Ach, das wissen ja wieder nicht alle. Mann, Mann, Mann. Kenson kam zu der Schlussfolgerung, dass das älteste bekannte Portal sich im batterianischen Sektor befindet. Sie nannte es Alpha. Es liegt in der Nähe des Sterns Bahak und seine potenzielle Reichweite und Vielseitigkeit sind außergewöhnlich.
Alpha sendet und empfängt Massen normalerweise mit der Reichweite eines normalen Sekundärportals. Aber wenn bestimmte Einstellungen vorgenommen werden, erhält es eine bislang nie gesehene Menge dunkler Energie, die Fracht zu 16 anderen Portalen über gewaltige Entfernung schicken könnte. Sogar bis zur Citadel. Die Behörden der Hegemonie haben das bisher geheim gehalten, aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen von Ratspezies, die feindliche Absichten unterstellen würden, wenn es plötzlich einen neuen Weg in ihren Sektor gäbe. Es muss wohl nicht erwähnt werden, dass die Reaper diese Angst nicht haben. Ja, das ist richtig. Objekt Roh. Dr. Amanda Kensens wissenschaftliches Team hat drei wichtige Entdeckungen gemacht, was das auf dem Asteroiden 157 Golgatha eingeschlossene Artefakt angeht. Erstens, das große Artefakt hat Wurzeln, die bis zum Kern des Asteroiden reichen und verfügt über eine Barriere, die ähnlich funktioniert wie ein biotisches Stasefeld, aber viel leistungsstärker ist. Es ist darum außergewöhnlich gut gegen Veränderung oder Beschädigung geschützt, nicht einmal mit einem Laser. Modernster Bauart lässt sich auch nur der kleinste Splitter zur Analyse abtrennen. Zweitens, das Innere des Objektes ist energetisch aktiv und weist ein Quantenstasefeld auf, das es mit der proteanischen Technologie der Massenportale aufnehmen kann. Genau wie diese wird das Artefakt bei Bedrohung aktiv und verbraucht dann enorme Mengen von Energie. Dr. Kensens Team glaubt, dass das Objekt diese Energie direkt aus dunkler Materie bezieht. Aber wie, ist noch völlig unklar. Drittens, das Objekt sendet Signale und Informationen in zahlreichen verschiedenen Spektren aus. Einer dieser Impulse, der vermutlich ähnlich funktioniert wie ein Quantenverknüpfungskommunikator, ist auf das Gebiet der Reaper gerichtet. Daneben wird Infraschall ausgestrahlt, und zwar genau in den Frequenzen, die bei Menschen Ehrfurcht und Angst hervorrufen. Ein bekanntes Indoktrinationsinstrument der Reaper. Kensens Labor ist angefüllt mit Geräten, die jedes Signal des Artefakts überwachen sollen, in der Hoffnung, dadurch einen Beweis für die finsteren Pläne der Reaper zu erhalten, bevor es zu spät ist. Ja, ist ja auf jeden Fall keine schlechte Sache, das so zu machen. So, die Alienratsvölker, die machen wir jetzt erstmal weiter. Mit der Kultur der Asari. Also die Kultur. Durch die außergewöhnlich lange Lebenszeit im Vergleich zu anderen Spezies pflegen die Asari eine eher nachhaltige Sicht der Dinge. Werden sie mit einer neuen Lebensform oder Situation konfrontiert, tendieren Asari dazu, nicht sofort zu handeln, sondern die neue Lage lange zu beobachten und umfassend zu evaluieren. Sie lassen sich nicht davon irritieren, dass sich ihre Entscheidung oder Investition erst in Jahrzehnten oder Jahrhunderten auswirken. Viele Vertreter anderer Spezies können diese Entscheidung der Matriarchin erst verstehen, wenn ihre sorgfältig ausgearbeiteten Pläne viele Jahre später Früchte tragen. Nicht zuletzt deswegen verfolgen die Asari eine sehr gemäßigte galaktische Politik. Sie sind stets bemüht, stabile Beziehungen auf wirtschaftlicher, politischer und militärischer Ebene zu etablieren. Der Einfluss der Asari in der Galaxie ist in ihrer kulturellen und intellektuellen Überlegenheit begründet. Sie zögern nicht, neue und aufstrebende Spezies in der galaktischen Gemeinschaft aufzunehmen, weil sie wissen, dass ihre Ideale und Überzeugungen im Laufe der Zeit die Kultur dieser Spezies beeinflussen werden. Ja, 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 die Asari. Typisch, typisch. Militärdoktrin. Das asarische Militär ähnelt einem Verbund von Stammeskriegerinnen ohne nationale Strukturen. Jede Gemeinschaft organisiert ihre Kampfeinheit selbst und wählt ihre Anführerinnen. Bevölkerungsreiche Städte haben zahlreiche und gut ausgerüstete Einheiten, während die Dörfer nur über wenige Frauen mit leichten Waffen verfügen. Es gibt keine Uniform- oder Bekleidungsvorschriften. Dennoch handelt es sich nicht um eine Miliz, denn alle Asari im Militärdienst sind Berufssoldatinnen. Die normalen Asari-Soldatinnen werden Jägerinnen genannt, befinden sich in der jungfräulichen Lebensphase und haben sich meist schon 20 bis 30 Jahre mit der Kriegskunst beschäftigt. Asari, die in den Militärdienst eintreten, entschließen sich früh zu diesem Schritt. Danach zielt ihre gesamte Ausbildung darauf ab, sie körperlich und mental auf dieses Ziel vorzubereiten. Wenn sie die Militärlaufbahn beenden, sind sie der Kunst des Tötens geradezu erschreckend professionell. In der Kunst des Tötens. Die Jägerinnen kämpfen alleine oder in Zweierteams, je nach der Kampftaktiken ihrer Heimatstadt. Im direkten Zweikampf sind Asari quasi unschlagbar. Sie verfügen über profunde taktische Kenntnisse, die Instinkte von Jägerinnen und Eleganz und die Gewandtheit von Tänzerinnen. Unter Asari sind Biotika so verbreitet, dass sie als Voraussetzung für die Ausbildung zur Jägerin gelten. Ohne biotische Talente wird eine junge Asari nicht zum Militärdienst zugelassen. Oh, das ist ja voll
Voll rassistisch. Voll gemein. Asari-Kriegerinnen sind flexibel und mobil, würden aber anders als Kroganer, Turianer oder Menschen keinen Feuersturm überstehen. Durch die kleinen Einheiten ohne schwere Rüstung und Unterstützungswaffen sind sie für einen konventionellen Krieg, insbesondere für einen Verteidigungskrieg, kaum geeignet. Asari unternehmen darum eher Spezialmissionen. Wie Ninjas verstehen sie sich perfekt auf Hinterhalte, Infiltration und Attentate. Sie demoralisieren und besiegen ihre Feinde durch zermürbende Guerilla-Angriffe. Es gibt dafür auch ein turianisches Sprichwort. Die Asari sind die besten Kriegerinnen der Galaxie. Zum Glück gibt es nicht viele von ihnen. Okay. Die Regierung. Die Bildung einer übergeordneten Regierung erfolgte erst spät in der Geschichte der Asari. Auf ihrer Heimatwelt Tessia bildeten sich jahrhundertelang sondern nur lose Bündnisse blühender Städte. Als Vergleich können die antiken Stadtstaaten des Mittelmeerraums auf der Erde dienen. Da die Kultur der Asari auf Konsens und Güte basiert, gab es kein besonderes Bestreben nach größeren Herrschaftsgebieten. Die Asari horteten keine Ressourcen, sondern betrieben freien Handel. Und philosophische Meinungsverschiedenheiten wurden eher ausdiskutiert als über Kämpfe ausgefochten. Da klingt doch eigentlich perfekt. Erst mit Beginn des Informationszeitalters wuchsen die Stadtstaaten zusammen. Die Entwicklung der Internetkommunikation führte zur Einführung einer elektronischen Demokratie. Asari kennen keine Berufspolitiker oder Wahlen. Alle Bürgerinnen können sich freiwillig zu jeder Zeit an den Regierungsgeschäften beteiligen. Die politischen Debatten werden den ganzen Tag über in offiziellen Chaträumen, in Foren und Foren geführt, die von eigens dafür programmierten virtuellen Intelligenzen moderiert werden. Alle politischen Aspekte können jederzeit über plebiszitäre Maßnahmen beeinflusst werden. In den Debatten schließen sich die Asari zumeist den Standpunkten der teilnehmenden Matriarchen an und vertrauen auf die jahrhundertealten Erfahrungen der weisen Frauen. In Krisensituationen kann die Erlangung eines derartigen Konsens aber zu lange dauern. Wenn also schnelles, zielgerichtetes Handeln erforderlich ist, verlassen sich die Asari auf die Weisheit der örtlichen Matriarchen. Ja gut, klar, wenn Zeitnot ist. Religion. Die Hauptreligion der Asari ist der pantheistische Siari-Glaube, was sich ungefähr mit »Alles ist eins« übersetzen lässt. Dieser Glaube fußt auf einigen zentralen Leitsätzen. Das Universum selbst ist ein Bewusstsein und jedes Leben darin ist Teil eines größeren Ganzen. Der Tod eines Individuums bedeutet das Zurückfließen der spirituellen Energie und das übergeordnete Bewusstsein des Universums. Siaristen glauben aber nicht unbedingt an die Wiedergeburt, sondern nur daran, dass sie im Tod das Universum zurückfließen, dass die im Tod in das Universum zurückfließende spirituelle Energie später einer neuen sterblichen Hülle zugutekommt. Die Siari-Religion wurde bekannt und beliebt, als die Asari ihre Heimatwelt verließen und entdeckten, dass sie mit nahezu jeder Lebensform verschmelzen können. Diese Fähigkeit wird als Beweis dafür angesehen, dass alle Lebensformen gleichen Ursprungs sind. Die Siari-Priesterinnen sehen ihre Aufgabe darin, die verstreuten Scherben des universellen Bewusstseins wieder zusammenzubringen. Bevor sich der Siari-Pantheismus weitestgehend durchsetzte, waren die Religionen der Asari so verschieden wie ihre politischen Meinungen. Die stärkste der anderen überlebenden Religionen ist die monotheistische Verehrung der Göttin Atame. Oder Athame. Athame. Natürlich, logischerweise Athame. Wie die Asari selbst durchläuft, diese Gottheit die drei Aspekte von Jungfrau, Matrone und Matriarche. Soviel zum Thema Asari. Die Salarianer. Die Biologie. Das herausragende Merkmal der Salarianer ist ihr uralt... Ist ihr ultraschneller Stoffwechsel, der sie mit nur einer Stunde Schlaf pro Tag auskommen lässt. Ihr Verstand und ihr Körper arbeitet schneller als die der meisten intelligenten Spezies, was sie ruhelos und hyperaktiv wirken lässt. Aufgrund ihres außergewöhnlichen Stoffwechsels werden sie kaum älter als 40 Jahre. Salarianer sind haplodiploide Amphibienwesen, die Eier legen. Aus den unbefruchteten Eiern entstehen die Männchen.
und aus den Befruchteten die Weibchen. Einmal im Jahr legt eine Salarianerin etwa ein Dutzend Eier. Aufgrund eines bestimmten Gesellschaftskodex werden davon nur die wenigsten befruchtet, was dazu führt, dass 90% aller Salarianer männlich sind. Salarianer verfügen über ein fotografisches Gedächtnis und vergessen selten etwas. Zusätzlich brennen sich die Namen und Gesichter aller Personen, mit denen sie in ihrer Jugend Kontakt haben, in ihr Gedächtnis ein. Das Ausbrüten ist bei den Salarianern ein feierliches Ritual, bei dem sich die Clan-Deletressen, in Klammern Matriarchin, mit den Eiern zurückzieht. Die jungen Salarianer gehen dabei eine starke psychologische Bindung mit ihr ein und fügen sich zumeist ihrem Willen. Beim Ausbrüten der Töchter sind die Deletressen der Clans beider Elternteile anwesend. Dadurch wird die Loyalität der Töchter zu beiden Clans im gleichen Maße gewährleistet und die gewünschte Dynastie und politische Einheit gesichert. Okay, cool, gut, die Kultur gucke ich mir auch nochmal kurz an. Die wenigen weiblichen Salarianer leben aus Gründen der Tradition und des Respekts zurückgezogen auf ihren Welten. Die mächtigen weiblichen Deletressen sind Dynastieführerinnen und politische Entscheidungsträgerinnen. Sie verhandeln untereinander und bestimmen so die politische Richtung für ihre Regionen, die sie führen. Männliche Salarianer können wichtige Positionen in Wirtschaft, Bildungswesen und Militär einnehmen, aber sie haben nur selten Einfluss auf die Politik. Aufgrund ihrer Fortpflanzungsmethoden pflegen Salarianer keine romantische Beziehung. Anders als Menschen folgen sie auch nicht komplizierten biologischen oder gesellschaftlichen Verhaltensmustern. Die Beziehungen zwischen männlichen und den wenigen weiblichen Salarianern gleichen mehr der menschlichen Form, der Freundschaft. Sexualität dient bei den Salarianern einzig und allein der Fortpflanzung. Die Entscheidung über die Befruchtung der Eier folgt einem uralten Sozialkodex, wobei festgelegt wird, welchem Clan Töchter geschenkt werden. Der Befruchtung gehen monatelange Verhandlungen zwischen den betroffenen Clans voraus, da hierbei auch die Frage der Politik und der Zukunft der Dynastie eine Rolle spielen. Kein Salarianer würde diesen Kodex jemals brechen. Die Namensgebung bei den Salarianern ist ziemlich kompliziert. Ein vollständiger Name besteht in dieser Reihenfolge aus den Namen vom Heimatplaneten, Herzogtum, Baronat, Lehen, Familie und schließlich noch dem Rufnamen. Ja, das erinnert mich an den salarianischen Händler, den wir auf Ferros getroffen haben, der uns dann seinen kompletten Namen verraten hat. So, okay, soweit das. Ich fürchte fast, es wird noch eine Folge Codex Terror geben müssen. Ich komme damit nicht mehr hinterher. So, schade. Okay, also wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es dann heißt, oh, der Countdown läuft ja immer noch weiter ab, wenn es dann also heißt, ja, wir folgen Amanda Canson. Jetzt eigentlich gerade gespeichert. Ach, ich bin schon so... Ja, habe ich. Nein! Oh, Gottes Willen! Nicht Spielstand. Folgen also Amanda Canson und gucken uns mal das Objekt Roh an. Also, bis denn dann. Tschüss!